Der Regisseur Peter Patzak drehte Filme, Serien und war sogar als Maler aktiv. Bekannt wurde er mit der beliebten Serie Kottan ermittelt, mit der er einen Meilenstein des deutschsprachigen Krimis schuf. Patzak starb am 11. März 2021 mit 76 Jahren. Thomas Fritsch, als Synchronsprecher von Stars wie Jeremy Irons oder Russell Crowe, war seine Stimme in einem Millionenpublikum bekannt. Thomas Fritsch war aber auch selbst ein gestandener Schauspielveteran, der unter anderem in Der Bergdoktor oder Die Rosenheim Cops zu sehen war. Am 21. April 2021 ist er im Alter von 77 Jahren verstorben.